psychische Probleme, Disharmonie, Depression, Antriebslosigkeit, keine Lebensfreude, Burnout. Das sind die Stichworte, die wir in unserer Gesellschaft mittlerweile haben, die uns begleiten. Unsere Gesellschaft ist inhuman geworden im Vergleich zu früher, im Vergleich meinetwegen zu vor 150 Jahren, 100 Jahren. Wir hatten vor 150 Jahren, vor 100 Jahren auch Probleme. Wir hatten auch Unterdrückung, wir hatten Ungerechtigkeiten. Das ist alles da gewesen. Aber der Umgang zwischen den Menschen war ein ganz anderer. Er war mit Respekt gezeichnet, er war mit einem höflichen Umgang gezeichnet. Ehre war noch ein Wort und es war noch menschlich. Ja. Was wir heute haben, ist eine Wertigkeit in der Gesellschaft, die diese Menschen feiert, die zu Geld kommen. Ne? Und die Menschen, die nicht zu Geld kommen, das sind die Verlierer, die machen ja irgendwas falsch und die sind vielleicht auch faul oder irgendwas. Ja? Und der Porsche-Fahrer, der an der Ampel steht, an der roten Ampel, dem wird Anerkennung gezollt, der hat es geschafft. Und ein älterer Mann oder eine ältere Frau mit dem Fahrrad an der gleichen Ampel, naja, die hat da was falsch gemacht. Ne? Hätte da besser was studieren sollen oder so, selbst dran schuld. Und so reden wir uns unsere Moral schön. Und unsere Gesellschaft ist eine Gesellschaft, die nur noch sich um Effizienz und um Zweck und um monetäre Dinge kümmert. Aber wir haben noch einen ganz wichtigen Faktor in der Gesellschaft und das werde ich jetzt hier jetzt auf den Fokus legen, in diesem Video immer noch die Ungleichheit der Frau zu einem Mann. Und die Frau wird also benachteiligt. Eine Frau zu spielen, die Rolle einer Frau zu spielen in der Gesellschaft ist schwierig. Wenn du eine hässliche Frau bist, hast du sowieso weniger Chancen. Wenn du dich irgendwo bewirbst, ja. In den USA, Kanada ist zum Beispiel mittlerweile Standard, dass die Bewerbungsschreiben ohne Bild versendet werden. Das ist interessant, mal drüber nachzudenken, dass ein Personalbüro nicht mehr über ein Bild urteilt, was in der Bewerbungsmappe hängt, sondern über einen Menschen, der etwas leistet, etwas kann. Über das Frauenbild wird ständig geurteilt. Ist eine Frau, ne, sexuell attraktiv, ja, oder nicht? Es werden Begriffe in den Diskurs geschmissen, ist eine Frau fickbar oder nicht? Das sind mittlerweile Messgrößen. Wir haben eine hohe Messlatte für die Frauen, wie sie auszusehen haben. Auch durch das Internet, auch durch die Industrie, Pornoindustrie und so weiter, die jetzt natürlich auch transparenter wird im Netz und für alle verfügbar ist. Unabhängig des Jugendschutzes natürlich, weil die Dotcom-Seiten kann ich aufrufen, da gibt es keinen Jugendschutz. Ich bin, wie gesagt, jetzt aber nicht jetzt dabei, den Jugendschutz hochzuhalten, der ist völlig unsinnig. Weil am Sexuellen selber ist nichts per se Schlechtes, sondern das Problem, was ich jetzt hier rauskristallisiere, ist, wir schaffen uns ein Frauenbild dadurch. Ja? Das ist der Punkt. Wenn wir also die Pornos anschauen könnten, aber unser Frauenbild in einem normalen Modus bleiben würde, dann würde ich ja sagen, okay. Aber durch die Pornoindustrie wird natürlich das Frauenbild natürlich extrem
verändert und eine Frau muss ganz schön was tun, damit sie da mithalten kann. Ne? Jetzt fangen sie an, schon ihre Lippen zu unterspritzen und das ist Standard mittlerweile, die Botox-Bäckchen mittlerweile auch Standard, jetzt sind die Lippen dran. Der Busen schon lange und jetzt ist der Po auch noch dabei und dann jetzt kommt auch schon, noch schon die Vulva wird jetzt schon verändert, also Schamlippen, da wird dann gesagt, okay, ist es in Mode überhaupt, dass man lange Schamlippen hat? Da werden die inneren Schamlippen dann einfach entfernt, weil das dann einfach jünger aussieht. Also das sind alles so Sachen, die früher sich nicht abgespielt haben. Da hat es dann geheißen, okay, welche Frisur habe ich, wie schminke ich mich, ziehe ich die hohen Schuhe an und dann, das war es dann schon. Heute geht es noch ein bisschen weiter, was eine Frau hier beachten soll, wenn sie mitspielen soll bei diesem Spiel um die Schönheit. Und das belastet natürlich unheimlich. Und wir haben diesen Druck und dazu kommt eben dann auch noch die Ungerechtigkeit, wie eine Frau behandelt wird in der Gesellschaft gegen einen Mann. Von Maskulisten wird oft vorgetragen, ja, die Frauen haben es besser. Aber es gilt nur für die schön aussehenden, für die gut aussehenden Frauen. Wenn ich in YouTube einen Kanal habe mit einer gut aussehenden Frau, irgend so Entertainment, Unterhaltung, die kriegt Klicks, ja. Die kriegt gleich 10, 20.000 Klicks und setzt sich noch hin und macht irgendwie Entertainment und vielleicht noch nicht mehr gut. Aber sie kriegt Klicks, weil sie schöne Lippen hat, weil sie ein schönes, geschminktes Gesicht hat, weil sie jung ist. Und dann wird die angeklickt, ja. Hat aber einen bitteren Nachgeschmack, wenn ich dann von der Seite schaue, wird dann eigentlich gewertet, was sie sagt, wird gewertet, wie gut sie Leute unterhält, wird dann gewertet, die Inhalte, die sie transportiert, wird das gewertet? Nee, da werden andere Sachen gewertet, nämlich ihr Aussehen. Und dann hat das Ganze schon einen ganz schön bitteren Geschmack. Und wenn es eine Frau ist, die darüber nachdenkt, ja, was wird denn hier eigentlich angeklickt? Mein Körper oder das, was ich jetzt sage? Und das ist ein ganz schönes Problem. Also das ist ein ganz gravierendes Problem. Und die Frauen, die sich dagegen wehren, auf ein Objekt so reduziert zu werden, die ziehen sich dann einfach dementsprechend auch an. Die verstecken sich hinter ihren weiten Pullis, hinter ihren weiten Hosen oder weiten Röcken. Die wollen nicht auf ihren Körper reduziert werden. Natürlich ist es schön, auch begehrt zu werden, aber nicht immer, von früh bis spät. Ich gehe zum Bäcker, werde angemacht, ich steige ins Auto ein, kriege einen Spruch, ich steige auf dem Parkplatz aus, vor meinem Arbeitsplatz, laufe zur Stechuhr, kriege einen Spruch, ja, Frau Mustermann, Sie haben aber heute schöne Frisur. Irgend so ein, ich gehe zum Schreibtisch, packe meine Tasche aus und mein Gegenüber, ja, wie war das Wochenende? Und dann dieser Blick, ja, so nach der Melodie, ja, wie oft hast du gevögelt oder so. Du wirst ständig dann unterschwellig irgendwie auf deinen Körper reduziert, ja. Immer in diesem Modus, ja. Und irgendwann, wenn du abends heimkommst und um 17 Uhr kommst du heim, 18 Uhr bist du daheim, da hast du gedacht, Scheiße, heute habe ich wieder 50 Mal so einen dummen Spruch gehört. Irgendwann reicht es ja auch mal, ne? Wenn ich jetzt ein Kompliment bekomme, dann ist es ja schön, wenn das zum richtigen Zeitpunkt, mit der richtigen Sensibilität, mit der richtigen Aufrichtigkeit und dann zum passenden Moment passiert. Aber nicht im Dauerfeuer, im Dauermodus. Und die Frauen, die haben da keinen Bock mehr drauf. Und das verstehe ich auch. Die wollen dann ein Kompliment haben, wenn es für sie passend ist. Die wollen das einfach unterscheiden. Ne? Natürlich gibt es auch Frauen, die das ständig wollen, ständig brauchen. Die gibt es ja auch. Aber ich würde mal sagen, viele, viele Frauen gibt es, die es nicht ständig wollen. Die sind einfach nur ein Mensch erstmal, ne? Im Alltag. Wenn es eine Frau in Urlaub fährt, ja, in Urlaub, und dann fährt sie irgendwo hin, alleine vielleicht, dann will sie 3 Wochen lang hier das volle Leben genießen, dann ist sie darauf programmiert, ja, in dem Urlaub vielleicht auch was zu erleben und auch begehrt zu werden, okay. Aber doch nicht ständig im Dauermodus im Alltag. Das kannst du doch nicht aushalten als Frau. Und deswegen haben wir ja auch diese Debatten, diese Sexismusdebatten, weil die Männer das ja gar nicht mehr unterscheiden können, ob eine Frau, die sehr gut aussieht und schon 30 Jahre alt ist, glaubt ihr denn wirklich, die Frauen wissen das nicht selber, dass sie gut aussehen?
Das haben Sie schon mal irgendwann mal mitbekommen, oder? Das muss ich ihr doch nicht sagen. Also aufdringlich sagen, das weiß ich doch eh schon selber. Und wenn es einen passenden Moment gibt, wo ich ihr ein Kompliment machen kann, ohne dass ich sie damit irgendwie anmache. Aber diese Momente sind halt ganz selten, wo das mal wirklich angebracht ist. Ja, auch nicht im Alltag, wenn sie vor einem Kopierer steht und ihre Sachen kopiert und ich stehe hinten dran und sage ich, ja, aber die Hose, die steht Ihnen aber gut, Frau so und so. Irgend so ein dummer Spruch, ja. Also denkt mal drüber nach, ja. Und was also dazu führt, dass die Frauen in dieser Disharmonie rausfallen, wenn sie das nicht gutieren. Also eine hässliche Frau kann nichts dafür. Die ist schon so genug gestraft. Aber eine gut aussehende Frau, die ein Angebot ablehnt, in der Jobsituation, die wird dann richtig gemobbt von dem Entscheider, den sie sich da widersetzt hatte. Da sind wir genau in der MeToo-Debatte. Ja, ein Vorgesetzter, der sie ein Angebot macht, pass auf, wir gehen da und da Kaffee trinken und sie geht darauf nicht ein, sie gibt ihm einen Korb, dann ist da kriegt er eine richtige narzisstische Kränkung. Doppelt. Oh, sie ist schön und sie schlägt mich aus. Das geht gar nicht. Geht gar nicht. No go. Also das ist dann, daran zu zerbrechen, ist also sehr einfach. Also daran kann man zerbrechen. Und das ist auch dann dieser Kampf, auch der schönen Frauen, dann immer schön zu bleiben, ewig, 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 ne? Bis ins hohe Alter. Ne? Diese Anforderung kann keine Frau erfüllen. Und die Kurve kriegst du auch nicht mehr in diesen patriarchalen Denkweise. Ja? Wenn du immer nur so gewertet worden bist, dass du schön bist und deswegen was wert warst, dann, das ist also dann gar nicht mehr machbar in deinem normalen Umfeld. Du musst dein Umfeld komplett ändern in eine Welt, die dich so sieht, wie du bist. Das heißt, du musst komplett aus der ganzen Umgebung raus und in eine andere Welt rein. Ja. Geht nicht auf diese Tablettenfalle von den Ärzten. Antidepressiva machen euch nur kaputt körperlich. Nehmt das nicht ein. Euer Körper wird zerstört. Ihr werdet Junkies. Ihr werdet süchtig von dem Zeug. Ihr könnt davon nicht mehr los. Ihr werdet zur Dauerklienten. Ihr werdet als Dauerklienten kaputt medikamentiert. Ihr seid ein Opfer der Pharmaindustrie, eine Melkkuh. Ja? Ihr müsst daran denken, ihr wart vorher gesund, als Kind, als Jugendliche, als junge Erwachsene wart ihr gesund. Und ihr werdet es auch wieder werden, wenn ihr dieses Umfeld, dieses patriarchale Umfeld vor allen Dingen abstellt. Sagt zu eurem weiblichen Ja und stellt das alles ab, was ihr abstellen könnt, was euch unterdrückt. Und wenn ihr das ändert, soweit es geht, im privaten Bereich geht es ja meistens auch, dann werdet ihr auch wieder frei von diesem Burnout-Syndrom, frei von Depression. Ja, macht es so. Schmeißt Tabletten weg, nehmt ihr erst gar nicht ein, geht nicht mehr zu dem Psychologen, Psychiater hin. Lasst es gehen, ihr braucht keine Beratung und ihr braucht nur eines, frei leben, weiblich leben, glücklich leben und euer Sein leben. Ja, und alles, was das beschneidet, was euch einsperrt, das stellt ihr ab. Was eure Weiblichkeit negativ darstellt, stellt ihr ab. Alles, was euch unglücklich macht, abstellen. Und alles, was euer Sein abspricht, euch immer nur in eine Rolle reinbringt, die ihr spielen sollt, abstellen. Ja? Gut, das war's von meiner Seite her. Ich werde das jetzt hochladen und ich denke mal, ich habe da einen Nerv getroffen von vielen Frauen. Das war jetzt sehr abstrakt, sehr allgemein. Ich werde dann auch einzelne Bereiche rausgreifen und dann drauf eingehen. Ja? Ich wünsche euch was. Bleibt weiblich, bleibt frei, bleibt glücklich und lebt euer Sein.